Hey Leute und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe heute ein wunderschönes Video für euch und zwar eine kleine Zuschauertransformation. Und zwar habe ich heute die liebe Amina, die ihren Abiball hat und ich sollte sie schminken und es ist was richtig Schönes dabei rausgekommen. Also müsst ihr unbedingt bis zum Ende dranbleiben, damit ihr sehen könnt, wie ich diesen Look kreiert habe. Obwohl es ein ziemlich starkes Make-up ist, ist es von den Farben her doch ein bisschen gedeckter. Also könnt ihr diesen Look wirklich zu den verschiedensten Anlässen tragen. Und ihr müsst unbedingt auf meinem Vlog-Kanal vorbeischauen. Den Link findet ihr in der Infobox und auch nochmal am Ende des Videos. Denn ich vlogge seit einiger Zeit wieder regelmäßig. Also wenn ihr jetzt auf den Kanal geht und lange nicht mehr vorbeigeschaut habt, dann seht ihr auf jeden Fall noch ein paar Vlogs, die ihr nachholen müsst. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video und ich hoffe, der Look gefällt euch genauso wie mir. Und let's go! Ich muss erstmal die Haut mit ganz, ganz viel Feuchtigkeit versorgen, denn dann finde ich, dass das Make-up am besten aussieht. Und dafür benutze ich einfach eine Feuchtigkeitscreme. Dann benutze ich von Laura Mercier einen Foundation Primer. Und das ist so ein Primer, der noch ein bisschen Ausstrahlung geben soll. Das ist nicht so ein klassischer Silikon-Primer, sondern einer, der wirklich schön die Haut zum Glowen bringt. Und das verblende ich natürlich auch mit dem Beauty Blender. Wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß, dass ich gerade die Revlon-Produkte ausprobiere. Und ich finde hier die Stick Foundation richtig, richtig gut. Und das verteile ich jetzt auch auf ihrem Gesicht. Amina hat sehr, sehr helle Haut, finde ich. Und sie hat Sommersprossen. Ich finde Sommersprossen mega, mega schön. Aber für diesen Anlass wollte sie zur Abwechslung mal die einfach abgedeckt haben. Und das habe ich versucht, indem ich ganz, ganz viele dünne Schichten aufeinander gebaut habe. Und verblenden, verblenden, verblenden natürlich. Dann benutze ich von MAC die Concealer-Palette und trage erstmal mit dem Pinsel den Concealer auf die verschiedenen Stellen auf. Und wer hätte es gedacht? Dann kommt natürlich wieder Verblenden. Und das mache ich so lange, bis wirklich alles abgedeckt ist, was wir abgedeckt haben wollen. Ich muss ehrlich zugeben, wenn man es richtig, richtig schön haben möchte, dann muss man viel, viel Zeit investieren und ganz, ganz leichte Schichten nach und nach aufbauen. Danach kommt der lose Puder natürlich und hier benutze ich am liebsten den Translucent Powder von Laura Mercier. Mit einer Puderquaste bake ich erstmal das unter ihrem Auge, damit ich, wenn ich gleich Lidschatten auftrage, dass es nicht so runterbröckelt. Und so ein bisschen Puder verteile ich auch auf dem Rest des Gesichts. Dann machen wir die Augenbrauen und hier benutze ich den Smashbox Brow Tech to Go. Ich bin mir nicht sicher, ob es den noch gibt, aber das ist eigentlich mein liebster Augenbrauenstift momentan, weil die Farbe richtig schön aschig ist und ich mag die Form auch total und es ist auch nicht zu wachsartig. Dann hat Amina noch zwischen ihren Augenbrauen noch sehr viele Härchen gehabt, die das Make-up so ein bisschen bröselig aussehen lassen. Deswegen habe ich hier einfach meinen Veet Beauty Styler genommen und schnell die Härchen zwischen den Augenbrauen entfernt. Das ging ganz schnell. Ich finde, Make-up über Härchen sieht immer so ein bisschen bröckelig aus. Deswegen fand ich das jetzt einfach schöner und habe das auch weggemacht. Und dann beende ich natürlich auch die andere Seite der Augenbrauen. Dann benutze ich von Urban Decay den Primer Potion und ich finde, das ist der beste Lidschattenprimer auf dem Markt momentan. Den gibt es schon ewig auf dem Markt und ich weiß nicht, das ist so mein All-Time-Favorite. Da
dann benutze ich meine momentane Lieblingspalette und zwar die von Huda Beauty. Und da benutze ich erstmal so eine nudige, beige Farbe zum Neutralisieren und als Base für das Auge. Und das trage ich wirklich auf das komplette Augenlid auf, bis hin zu den Augenbrauen. Dann habe ich vor kurzem die Naked 3 Palette bekommen und ich finde die Farben richtig, richtig schön und die passen auch eigentlich gut zu Aminas Kleid, das sie anziehen wollte. Und da verteile ich erstmal einen dunklen Pflaumenton in den Außenwinkel und jetzt heißt es verblenden und auftragen. Und ich habe hier einfach mal mit den Farben so ein bisschen rumgespielt, deswegen kann ich euch jetzt nicht genau sagen, welche Farben ich benutzt habe, aber ich habe da einfach so eine Mischung von allem irgendwie gefühlt genommen. So, wenn ich mit der dunklen Farbe fertig bin, trage ich eine hellere Farbe als Base erstmal in die Mitte der Augenlider auf. Das hält das Augenlid ein bisschen auf, weil Amina so ein bisschen Schlupflider hat und da muss der Kontrast hoch sein, damit die Augen ein bisschen größer wirken. Und dann benutze ich noch einen sehr, sehr hellen, schimmernden Ton unter dem Auge und so einen goldenen Braunton in die Lidfalte, beziehungsweise dort, wo wir die Lidfalte hinschummeln möchten. Dann kommt das überschüssige Puder erstmal runter vom Gesicht und somit verschwindet auch alles Gekrümel, was durch das Augen-Make-up verursacht wurde. Dann benutze ich diese wunderschöne Becker-Palette und benutze diesen Bronzerton, um ihre Nase zu konturieren und das mache ich mit einem fluffigen Pinsel. Danach biege ich ihre Wimpern, damit die für die Fake Lashes gleich vorbereitet werden und ich mache schon mal so eine kleine vorzeichnende Eyeliner-Linie, damit ich nachher einfach weiß, wo die falschen Wimpern hinkommen. Das mache ich ganz gerne, ohne den Eyeliner-Strich schon richtig und akkurat zu ziehen. Als Mascara benutze ich meine Lieblingsmascara und zwar die Colossal Big Shot Volume Mascara von Maybelline. Okay, nee, ist eigentlich nicht meine Lieblingsmascara, aber es ist eine, die sehr, sehr gut funktioniert. Damit tusche ich erstmal die Wimpern und jetzt kommen die falschen Wimpern und die klebe ich dann einfach links und rechts auf. So wie man das halt macht mit Wimpern. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, ich wedel immer Luft den Wimpern zu, weil ich das Gefühl habe, die trocknen so schneller. Bin ich die Einzige, die so ist oder macht ihr das auch manchmal? Dann beklebe ich natürlich noch die andere Seite und lasse das Ganze gut trocknen. Jetzt zeichne ich den Eyeliner richtig nach und ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber ich benutze sehr, sehr gerne den Eye Ink Eyeliner Pen von NYX. Während der Wimpernkleber und der Eyeliner trocknet, konturiere ich erstmal die Wangen. Da habe ich so einen Lidschatten benutzt von Catrice, den gab es früher mal. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es den jetzt noch gibt. Und es ist einfach so ein aschiger Lidschattenton. Dann ziehe ich den Eyelinerstrich zu Ende, trage noch eine Schicht Wimperntusche auf, weil ich finde, zwischendurch muss es immer trocknen, damit es noch länger und noch voluminöser aussieht. Dann seht ihr, hier ist ein kleines Unglück passiert und zwar auf dem Augen-Make-up ist ein bisschen Eyeliner oder Mascara drauf gekommen, aber ist gar nicht schlimm. Wir warten einfach, bis es trocknet und solange bronze ich ihr Gesicht wieder mit der Becker-Palette. Ich finde den Bronzer da drin einfach so, so wunderschön. The slow day, the common, the night will unfold. Jetzt habe ich den Fleck da entfernt und ich bronze das Gesicht auch noch weiter, damit es richtig schön sonnengeküsst aussieht. Jetzt benutze ich den Becker Highlighter und das ist so ein richtig schöner Champagnerton. Die Farbe heißt auch Champagner. Und das trage ich erstmal auf dem Augenlid auf, also so in der Mitte, damit es nochmal ein bisschen größer aussieht, damit der Kontrast stärker wird und damit es so aussieht, als hätte Amina eine größere Lidfalte. Happy to hear that you'll still be around. I thought you were leaving.
Dann kommt der Highlighter auch nochmal auf den Nasenrücken und auf die Nasenspitze und natürlich auch auf den höchsten Punkt der Wangenknochen und ein bisschen über die Lippen. Aus der Becker-Palette benutze ich dann auch noch das Rouge mit einem großen, fluffigen Pinsel und trage natürlich auch nochmal das auf, damit die Wangen ein bisschen lebendiger aussehen. Und wer hätte es gedacht, jetzt kommt noch eine Schicht Mascara. Und zwar benutze ich so gerne diese untere Wimpernkranz-Mascara von Pixi. Die greift wirklich jede einzelne Wimper. Ihr könnt hier auch nochmal den Unterschied sehen, wie viel Volumen und wie viel mehr Wimpern gegriffen werden durch diese Mascara. Und das trage ich immer abwechselnd auf. Eine Schicht, zwei Schichten, drei Schichten. Jetzt kommen wir zu den Lippen und da benutze ich als Lip Liner den Perfect Lip Liner von P2 in der Farbe Brown. Damit umrande ich ihre Lippen und als Liquid Lipstick benutze ich von NYX Liquid Suede die Farbe Sandstorm. Und das trage ich dann auch auf den Lippen auf und mache das so lange, bis es irgendwie gleichmäßig aussieht. Your harmless desire, the tip of your tongue. Und damit die Lippenkonturen besonders sauber aussehen, nehme ich auch nochmal einen Concealer und so einen Spitzenpinsel und mache die Ränder vom Lippen-Make-up so ein bisschen sauber, damit das definierter aussieht. Und am Ende muss natürlich auch MAC Fix Plus rauf. Und jetzt bin ich natürlich sehr, sehr gespannt, wie immer, auf euer Feedback. Ich würde mich so sehr freuen, wenn ihr was dazu schreibt. Und bevor sie das Kleid angezogen hat, habe ich noch so einen kleinen Blumenkranz auf ihr Kopf gesteckt und die Haare so ein bisschen gelockt und gewellt. Und jetzt könnt ihr gerne euer Feedback da lassen. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein, zu welchem Anlass ihr diesen Look tragen würdet und ob er euch natürlich gefällt. Wenn ja, dann würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Hier kommt ihr dann zu meinem letzten Video und hier kommt ihr dann zu meinem Vlog-Kanal. Unbedingt vorbeischauen, ich würde mich so freuen, dass die Kiso-Family dort auch ein bisschen größer wird. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann dürft ihr das jetzt gerne tun. Und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!